Servus und grüß dich, ich bin's, dein Bart vom Airsoft Sportclub Wels und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Servus, grüß dich, ich bin der Schara und ich darf heute den Bart unterstützen. Wir haben heute was ganz Besonderes für dich da, nämlich das Wärmebildgerät Tilo 3Z Plus der Andres Industries AG, das sich in dieser schwarzen Box versteckt. Wenn du jetzt also die Tilo bestellt hast bei Andres Industries, dann kommt die gut verpackt in so einer schwarzen Box. In der befindet sich ein Quickstart-Guide, ein Reinigungstuch, um die Linsen sauber zu halten, eine Batterie vom Typ CR123A, mit der kannst du dann auch gleich losstarten, eine Batterieerweiterungskappe, eine Augenmuschel, um das Streulicht zu verdecken und jetzt kommt's, das, auf das du sicher genauso gespannt bist wie ich selbst, die Tilo 3Z Plus. Ein richtig geiles Teil, wie wir in dem Video noch sehen werden. Weiters bietet die Box gleich einiges an Platz für optional erhältliches Zubehör. Für unseren gemeinsamen Verwendungszweck Airsoft habe ich mich in diesem Fall für das Kopfband entschieden, damit die Hände für die spaßigen Angelegenheiten frei bleiben. Aufgrund der kompakten Baugröße der Tilo lässt sich diese sehr leicht in einem Pouch verstauen und beispielsweise als Monokular zur raschen Aufklärung verwenden. Wer die Hände allerdings immer frei haben möchte, greift zum Beispiel auf das Kopfband zurück. Wer die Tilo gerne vor dem rechten Auge tragen möchte, kann optional auch die Mount für die Shroud kaufen. Möchte man sie allerdings auf der linken Seite tragen, empfiehlt sich der optional erhältliche Helmadapter. Das Starten der Tilo ist sehr einfach. Man öffnet einfach vorne die Schutzkappe, indem man sie nach rechts zieht und startet das Gerät innerhalb weniger Sekunden. Mit der seitlichen oberen Taste kann man die Zoomstufe der Tilo verändern. Durch langes Drücken der Taste ändert sich der Filter in der Tilo. Die untere Taste, durch kurzes Drücken, wird die Helligkeit des Displays in der Tilo geändert. Durch langes Drücken wird eine automatische Kalibrierung angestoßen. Mit den vorderen Tasten kann man das Licht steuern. Durch langes Drücken der vorderen Taste kann man das weiße Licht einschalten. Durch erneut langes Drücken kann man das Rotlicht einschalten. Und mit der zweiten vorderen Taste kann man die Helligkeit des Lichtes ändern. Mit einem langen Druck auf die vordere Taste wird ein Blinksignal angestoßen. Dieses kann auch SOS blinken. Zum Ausschalten kurz drücken. Ins Menü der Tilo zu kommen, wo noch viele weitere Einstellungen auf euch warten. Auf der rechten Seite die untere Taste und die vordere mittlere Taste gleichzeitig gedrückt halten. Anschließend stellen wir mal ein paar verschiedenste Ausrüstungssetups gegenüber, wie das denn mit einer normalen Perspektive ausschaut oder wie das durch die Tilo ausschaut. In dieser Szene möchten wir euch einen möglichen Einsatzzweck der Tilo vorstellen. Während dem MG-Schützen durch den Rauch die Sicht auf meine Position genommen wird, kann ich diese unbemerkt verlassen. Ich selbst habe dank der Tilo mein Ziel fest im Blick und kann auf dieses erfolgreich wirken. Das war's mit unserer Vorstellung von der Tilo. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Vergiss nicht auf Like und auf Subscribe zum Drucken.